Hallo liebe GameThrough-Leser und herzlich willkommen zum Mobilcheck. Wie ihr sicher wisst, steht der 11. März 2005 ganz im Zeichen von Nintendo. Denn da kommt der Gameboy-Nachfolger Nintendo DS endlich auch in deutsche Läden. Wir haben auf dieser DVD 6 der insgesamt 15 Starttitel im Test, alle weiteren folgen natürlich nächste Ausgabe. Den Anfang macht diesmal Mario 64 DS, die mobile Umsetzung des N64-Klassikers. Kurz so viel zur Story. Prinzessin Peach wurde wieder einmal gekidnappt, ihr müsst sie aus den Klauen von Bowser zurückholen. Im Gegensatz zum Original, in dem ihr nur mit Mario auf Rettungsmission unterwegs wart, steuert ihr diesmal auch Wario, Luigi und den kleinen Reitdrachen Yoshi. Jeder der Charaktere hat seine eigenen speziellen Fähigkeiten, so kann zum Beispiel Luigi höher springen oder Wario dicke Felsbrocken zerquetschen. Um in die einzelnen Levels zu gelangen, müsst ihr Sterne sammeln. Dazu erfüllt ihr in den einzelnen Bereichen bis zu 8 Aufgaben, wie rote Münzen finden oder Zwischenbosse platt machen. Mario 64 ist auch knapp nach 10 Jahren immer noch ein Musterbeispiel für geniales Leveldesign. Leider wird bei der mobilen Neuauflage schnell deutlich, dass das Spiel speziell für den N64-Controller entworfen wurde. Ihr steuert eure Figur mittlerweile mit dem Touchscreen durch die Gegend. Egal ob ihr den Stylus oder die Fingerkuppe verwendet, es bleibt immer ein bisschen das Gefühl zurück, nicht hundertprozentig präzise lenken zu können. Das wird besonders bei kniffligen Sprunganlagen deutlich, wo es auf jeden Zentimeter ankommt. Fans des Originals freuen sich auf einige Neuerungen. Neben verbesserter Grafik gibt es noch mehr Levels zu entdecken, in denen frische Bosse auf euch warten. Darüber hinaus schaltet ihr Minispiele frei, indem ihr bunte Hasen in den Levels einfangt. Die kleinen Spielchen sind die perfekte Abwechslung zum harten Jump'n'Run-Alltag und werden dafür sorgen, dass ihr das Spiel nicht mehr so schnell aus dem DS nehmen werdet. Im Großen und Ganzen bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass kein DS-Besitzer an dem Spiel vorbeikommt. Ungewohnte Steuerung hin oder her. Holt es euch, Mario 64 rockt immer noch die Hütte. Wer schon immer mal davon geträumt hat, Pikachu richtig Beine zu machen, hat jetzt mit Pokémon Dash die optimale Gelegenheit dazu. Hier zeigt ihr mit dem gelben hamsterähnlichen Wesen Rennen aus, bei denen ihr Checkpoints passieren müsst. Grundsätzlich steht es euch frei, ob ihr die Strecke durch Abzweigungen in die Wälder abkürzt oder nicht. Allerdings geht eure maximale Geschwindigkeit in unwegsamem Terrain den Bach runter. Mit dem Stylus rubbelt ihr auf dem Touchscreen in die gewollte Richtung, Pikachu wetzt dann artig hinterher. Die Fingerkuppe lasst ihr besser stecken, da ihr hier damit zu unpräzise steuert. In einigen Levels geht es sogar ab in die Lüfte, mit einem Ballon schwebt ihr dann zum nächsten Kontrollpunkt. Pokémon Dash lässt sich trotz netter Aufmachung eigentlich nur beinharten Fans empfehlen, alle anderen dürften aufgrund monotoner Rennen schnell gelangweilt sein. Auch technisch wäre unserer Meinung nach weitaus mehr möglich gewesen. Mit dem DS sollten ja Rennen in 3D eigentlich kein Thema mehr sein. Wie schon gesagt, Fans können einen Blick drauf werfen, alle anderen warten auf Mario Kart oder ein anderes Rennspiel. Neben Mario 64 gibt es auf jeden Fall noch ein Spiel, das jeder Handheld-Besitzer haben muss. Die Rede ist von WarioWare Touch, dem Nachfolger des GBA-Knallers WarioWare. Wie auch beim Vorgänger müsst ihr hier in wenigen Sekunden Minispiele absolvieren. Das Ganze läuft in einem solchen wahnsinnigen Tempo ab, dass ihr euch dem Spielgeschehen nach kurzer Zeit nicht mehr entziehen könnt. Natürlich findet diesmal der Touchscreen besondere Verwendung. Bis auf einige Spielchen, in denen ihr das Mikrofon benutzt, steuert ihr alles mit dem Stylus. WarioWare Touched ist das optimale Spiel für zwischendurch. Wenn ihr mal ein paar Minuten Zeit habt, legt ihr es ein, daddelt ein bisschen und gut ist. Die neuen Minigames wurden sehr schön auf die Steuerung des DS angepasst und fordern euch im späteren Verlauf ganz schön was ab. Lasst euch von der minimalistischen Aufmachung nicht täuschen, in WarioWare steckt mehr Suchtpotenzial als in vielen anderen Spielen für die großen Konsolen. Richtig knifflig wird es bei Polarium. Hier müsst ihr gleichfarbige Blöcke zeichnen, damit sie sich auflösen. Wie bei Tetris fallen immer mehr Formationen vom Himmel, nur durch schnelle Stylus-Manöver könnt ihr Platz schaffen. In anderen Spielmodi müsst ihr zum Beispiel Felder in einem Zug schwarz färben, damit ihr weiterkommt. Das hört sich jetzt ziemlich simpel an, wird aber nach spätestens 30 Minuten richtig schwer. Sicher, die Grafik ist vollkommen unspektakulär, dafür fesselt das Spielprinzip aber schon nach kurzer Zeit an den Screen. Polarium kann jedem ans Herz gelegt werden, der Puzzlespielen nicht ganz abgeneigt ist und eine Menge Zeit übrig hat. Das Ding macht nämlich richtig süchtig. Einziges Manko ist die Steuerung, bei besonders engen Manövern zählt jeder Millimeter und oft rutscht man mit dem Stylus etwas zu weit in unbeabsichtigte Felder hinein. Mit etwas Übung gelingen aber auch die härtesten Stellen. Polarium ist zwar nicht ganz der Tetris-Killer geworden, kommt aber in Sachen Spielspaß in ähnliche Regionen. Lasst es euch nicht entgehen. Minispiele sind weiterhin stark angesagt, neben WarioWare Touched erscheint noch die stylische Sammlung Project Rub für den Nintendo DS. Das Spiel ist in Japan und USA unter dem Namen Feel the Magic erschienen. Aufgabe des Spiels ist es, eure Herzensdame stadtklar zu machen.
Dazu befreit ihr sie von stechenden Skorpionen, ruft ihr mit dem eingebauten Mikrofon Balzrufe zu oder beschützt sie vor wütenden Stieren. Im Gegensatz zu WarioWare seid ihr hier mit den Minispielen viel länger beschäftigt, manche Teile dauern sogar mehrere Minuten. Das Ganze ist sehr ansprechend präsentiert, nur die poppige Musik ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Aber was tut man nicht alles für seine Angebetete? An der Steuerung gibt es absolut nichts zu bemängeln, jedes Kommando lässt sich präzise eingeben. Im direkten Vergleich zu WarioWare würden wir die Herzensdame liegen lassen und lieber zur wütenden Knollnase greifen, denn dort sind die Spielchen um einiges abwechslungsreicher und spannender. Nichtsdestotrotz ist Project Rub immer wieder eine Runde wert. Mit Mr. Thriller erscheint das erste Spiel für den DS, das sich nicht wirklich auf dem Touchscreen wohlfühlt. Euer Job ist es, tief unter die Erde zu graben. Dabei müsst ihr immer eure Luftanzeige im Auge behalten und herunterfallenden Steinen geschickt ausweichen. Und da liegt auch genau das Problem. Mit dem Stylus steuert ihr eure Figur in jede Richtung. Wenn ihr auf einen Felsen klickt, wird dieser weggebuddelt. Bei freier Bahn lauft ihr in die vorgegebene Richtung. Da die Felder ziemlich klein sind, verdrückt man sich schon mal häufiger und wird Opfer des steinigen Fallobstes. So wird Mr. Thriller schwerer, als es eigentlich sein müsste und zehrt unnötig an euren Nerven. Die DS-Fortsetzung ist auch weiterhin ein wirklich nettes Spiel, aufgrund der hakeligen Steuerung können wir es aber nur beinharten Fans empfehlen. Natürlich halten wir euch im Mobilcheck auf dem Laufenden, was sich in der nächsten Zeit noch alles an der DS-Front tut. Jetzt kommen wir aber erstmal zu 5 GBA-Spielen. Das erste, das wir euch vorstellen, ist Donkey Kong King of Swing, ein etwas anderes Jump'n'Run mit dem altehrwürdigen Videospielhelden. Ihr steuert Donkey Kong mit den Schultertasten durch 25 kurze Levels, jede Taste steht dabei für einen Arm des Primaten. So hangelt ihr euch an Plattformen entlang, macht Gegner mit einem beherzten Sprung platt und übersteht kleine Geschicklichkeitstests. Donkey Kong King of Swing ist eine nette Abwechslung zu sonstigen Hüpfspielen, leider ist der Schwierigkeitsgrad oft unnötig schwer. Mit manchen Feinden kollidiert ihr, ohne eine wirkliche Chance zum Ausweichen zu haben. An der Präsentation gibt es nicht allzu viel zu rütteln, besonders der affige Soundtrack mit einigen bekannten Themen geht wieder sofort ins Ohr. Sollte euch der knackige Schwierigkeitsgrad nicht abschrecken, dürft ihr gerne zugreifen. Alle Retro-Freunde müssten sich jetzt eigentlich Augen und Ohren zuhalten. R-Type 3 The Third Lightning, das ursprünglich für das SNES erschienen ist, feiert nun seine Wiederaufstehung auf dem GBA. Wir trauern darum, denn alles, was an dem Spiel mal so gut war, wurde bei der Konvertierung verhunzt. Wir beschränken uns hier mal auf das größte Manko. Wer R-Type mal gespielt hat, weiß, dass man einen Großteil der Zeit am Ausweichen ist. Ob Schüsse oder enge Labyrinthe, immer ist man dabei, sein Schiff heil aus einer Situation rauszubringen. Beim SNES funktionierte das auch einwandfrei. Bei der GBA-Version gehen hingegen 99,9% eurer Manöver in die Hose, weil die Kollisionsabfrage einen grausamen Job verrichtet. Oft explodiert euer Schiff, obwohl der Schuss deutlich an euch vorbeigehen müsste. Nach so einem unvorhersehbaren Treffer probiert ihr es dann ungefähr noch 2-3 Mal, dann landet das Modul in der Tonne. Und um euch einen Ausflug in die Klapsmühle zu ersparen, solltet ihr das Spiel einfach unbeachtet im Regal liegen lassen, auch wenn es noch so in den Fingern juckt. In der Abteilung Spiele, die keiner braucht, hätten wir heute noch Payback anzubieten. Das Spiel orientiert sich klar am ersten Grand Theft Auto und klaut an allen Ecken und Enden. Sei es, ob ihr ein Fluchtauto fahren müsst oder eure Aufträge an eine Telefonzelle entgegennehmt, alles schon mal da gewesen. Leider kann Payback seinem Vorbild nicht ganz das Wasser reichen. Weder die Atmosphäre noch der Abwechslungsreichtum kann überzeugen. Größter Kritikpunkt ist aber die Steuerung. Gerade beim Autofahren kracht ihr in mehr unbeteiligte Fahrzeuge, als euch lieb ist. Nur wer ohne Gangsterfutter nicht mehr leben kann, sollte Payback mal anzocken. Alle anderen vertreiben sich die Zeit mit den echten Gangsterspielen. Bei Wings, dem GBA-Remake eines hierzulande indizierten Amiga-Spiels, nehmt ihr in einem Zweiten Weltkriegs-Doppeldecker Platz und ballert alles über den Haufen, was euch vors Fadenkreuz kommt. Zu Beginn des Spiels wählt ihr aus, ob ihr auf der Seite der Alliierten oder der Deutschen kämpfen wollt. Die Dogfights werden dann abwechselnd aus einer 3D- oder einer isometrischen Perspektive ausgetragen. Das Spiel macht immer noch Spaß, im Vergleich zu damals haben sich aber Flugspiele doch gewaltig geändert. Zum Beispiel habt ihr keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit, was viele Flugmanöver etwas schwer macht. Auch eine Höhenanzeige hätte gut getan. Nostalgiker mit Flugambitionen dürfen sich gerne nochmal an dem Cinema-Wehr-Titel wagen. Dead to Rights auf dem GBA lässt sich wohl am besten als Max Payne für Arme beschreiben. Ihr steuert einen Polizisten, der die Stadt Grand City von fiesen Gangstern säubern will. Unter dem Motto, erst schießen, dann fragen, ballert ihr dann alles über den Haufen, was euch in die Quere kommt. Hört sich eigentlich ganz nett an, leider vermiest euch das Spiel viel zu oft die Laune. Der Kameraausschnitt ist viel zu klein, eure Feinde pumpen euch schon mit Kugeln voll, bevor ihr es überhaupt entdeckt habt. Dazu ist die Steuerung noch ziemlich hakelig. Über die Grafik wollen wir hier mal keinen Ton verlieren, schaut euch einfach mal die Laufanimation eures Helden an.
Dead to Rights auf dem GBA braucht eigentlich kein Mensch, es sei denn, man sammelt belanglose isometrische Ballerspiele und davon gibt es, glaube ich, nicht allzu viele in unserer Zockergemeinde. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Jetzt kommt noch Florian und zeigt euch alles, was sich an der Engage-Front getan hat. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu unserem Engage-Blog im Mobilteil. Hier seht ihr Szenen aus King of Fighters Extreme, einem Prügelspiel mit SNK-Charakteren. Vor bunten 2D-Hintergründen dürft ihr die Fäuste fliegen lassen. King of Fighters Extreme steuert sich mit dem Tastenblock sehr ordentlich. Ihr könnt Spezialmanöver auslösen, Kombos durchreißen und dem Gegner ordentlich eins auf die Mütze geben. Bunte Hintergründe und viele Spezialbewegungen sorgen für gute Unterhaltung. Ein Spiel dieses Zuschnitts hat dem Engage gefehlt. Passend zur Winterjahreszeit hat der Hersteller Electronic Arts dem Engage eine Umsetzung des Action-Snowboard-Spieles SSX Out of Bounds spendiert. Hier seht ihr in einigen Szenen, wie wir zu flotter Musik den Hügel hinunterdüsen, unseren Konkurrenten ab und an eins mitgeben und waghalsige Sprungmanöver ausführen. SSX Out of Bounds arbeitet mit einer leidlichen 3D-Engine und kann mit vielen Rampen und Rails für Achterbahn-Feeling sorgen. Der Riesen-Mobilboost für die Hosentasche ist es allerdings nicht. Ich segle jetzt weiter dem Tal entgegen und verabschiede mich von euch. Auf Wiedersehen!